Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wow. Zu einer weiteren Folge gemütliches Planet Craften. So, ich möchte heute mit euch einen kleinen Ausflug noch ins Mondbiom bzw. hinters Mondbiom machen. Ja, wir haben ja noch Zeit. Also das Wasser wird bis hierher steigen irgendwo. Wahrscheinlich. Wir werden es erfahren, wir werden es wissen, irgendwann. So, vielleicht sollten wir uns das hier mitnehmen. Einfach nur für eine Wasserflasche. Ich habe das Gefühl, wir haben zu wenig Sachen mit. Ja, andererseits, wir haben in jedem Artenräumchen haben wir irgendwas deponiert. Zum Essen, zum Trinken. Ah, sollte passen. So. Da können wir ja noch nicht durch, weil es noch nicht geschmolzen ist. Also durch die Höhle. Somit müssen wir außen rum vorbei an der Uranhöhle. Ja, dann können wir hier nochmal Luft holen. Was aber gar nicht zwingend erforderlich ist. Da wäre auch Wasser drin gewesen. So. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht sollten wir uns ein paar Ressourcen mitnehmen. Weil ich möchte über das Mondbiom, also dieses Meteoritenkrater-Dingens-Biom, gut, das kann man nicht nehmen, möchte ich noch hinaus ein wenig. Ja. Oh, ist das finster hier. Frage ist, was brauchen wir noch alles? Okay, wir füllen uns noch das Inventar ein bisschen an. Wenn wir Zeug nicht brauchen, brauchen wir es halt nicht. Oh, Silizium könnte man brauchen. So, hier rein und atmen. Kurz durchatmen. Dankeschön. So. Moment, da. Stiefelchen, welche haben wir? Die Zweier. Die Zweier. Sehr gut. Nö, die Richtung. So, rauf zum Mondbiom. Also Mondbiom. So, da fängt ja die Gegend an, in der Shaodan seinen Bunker hatte. Das ist das mir am unangenehmsten erscheinende Biom. Das von Shaodan. Mag ich am allerwenigsten. Ja, ist aber so. So, wir haben ja noch nicht Wochenende. Das heißt, wir schauen uns noch nicht den Bunker an. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir das am Wochenende schon machen jetzt. Ich würde mich so freuen, die restlichen Wrackse anschauen. Aber nein. Ja, vielleicht warten wir wirklich noch. So. Jetzt haben wir alles mit, was wir für ein Hütchen brauchen. Da, da, da. So. Jetzt fliegen wir das mal auf der Seite ab. So, da ist Shaodans Bunker. Da würde ich mir gerne nur den Weg markieren. Zum Bunker. Seine Kapsel, sein Bunker. Hier. Also die Gegend, ich weiß auch gar nicht, ob wir die je begrünen werden. Die ist mir unangenehm, diese Gegend. Unangenehm. So, hier oben. Dann in die Richtung. Oh, da unten ist eine blaue Kiste. So, Wegmarkierungen gesetzt. Ach komm, das lassen wir alles andere da.
So. So. Ah, schön. So, jetzt könnt ihr was trinken. So, wir brauchen ganz viel Eisen. Lass mal irgendwas da? Nö. Eisen brauchen wir viel. So, und da haben wir die Wegmarkierung, aber wir brauchen Eisen. So, wir gehen jetzt einmal quer durch dieses wunderherrliche Biom durch. Moment. Dazu lassen wir aber vielleicht doch im Kasten einiges liegen. So. Ja, ich würde sagen, wir packen da alles rein. Ja. Das, was wir mitnehmen, ein Alu. Wobei, das findet man da ja auch. So. Silizium, super. Da hätten wir noch eins. Eisen wäre jetzt auch ganz gut. Dankeschön. Das gute alte Ösmühlen. Ach komm, wenn wir schon da sind. War das überhaupt Osmium? Ja, ein bisschen. So. Ah, Silizium. So, dann weiter hier entlang. Was können wir da finden? Alu, auch gut. Boah, wir sollten normale Ressourcen auch mal abbauen. So, und den Rest würde ich einfach hier stehen lassen. Wunderbar. Und es werde Licht. Haben wir noch Platz? Ja, ein bisschen. So. Schauen wir, dass wir da oben irgendwo auf einer schönen Erhebung einen Platz für unser Häuschen finden. Da oben zum Beispiel. Und dahinter ist ja der Krater, das Kraterbiom, das Gute. Inventar ist voll gut. So, sehr schön, oder? Sehr schön. Super. So, wir wollen ein Hütchen haben. Hütchen! Wie wär's mit... No, das kann man ruhig da vorne bauen. So, ein Türchen ins Hütchen. Ach, galaktische Standards erfüllt. So, super. Auf der anderen Seite eine Kiste. So, und da oben... kommt natürlich das Teil hier drauf. So. Das machen wir so. Wunderbar. So, Kiste öffnen. Oh, da haben wir sogar einen Superstab. Ein super Bommelstab. So, was ich hier gerne hätte, wäre eine Glaswand. Tatsächlich. Aber wir brauchen Eisen. Dazu brauchen wir... Moment.
Haben wir nicht Eisen im Kasten? Nö. Wir lassen das da, das da, das essen wir, das bleibt auch da. Und wir schauen, dass wir Eisen kriegen. Da hinten gibt es ein paar Ressourcen, die holen wir uns. Wenn das Eisen ist, super. Ah, sehr schön. Vielleicht findet man auch eins. Oder zwei. Oder eine ganze Kiste. Ah, wunderbar. Ein bisschen davon. Inventar schon voll. Ach ja. So. Wunderbar. Ding haben wir oben drauf gesetzt. Eine Wand wollten wir haben. Super. Das könnte man auch machen. Das wäre vielleicht ganz witzig. Hier dran. Oh ja, oh ja. Oh ja, das ist schön. So, ich packe mal hier rein. Alles, was wir jetzt nicht brauchen, oder? Ja, machen wir dann mal. Ganz schön viel. So, was wir mitnehmen, ist einmal der hier. Wobei, den trinken wir gleich. Bam. So, und dann schauen wir da unten rein in diese Hölle. Ab in die Höhle. Weil später mal gibt es hier oben ja enorm tolle Wasserfälle zu besichtigen. Aber in die Höhle, ich glaube, in der Höhle waren wir noch gar nicht. Ja, wie schön, dass wir da jetzt hineinkommen. Was für eine Riesenhöhle. Ich bin mir sicher, in der waren wir noch nicht. Oh, Kreuze. Was eine lustige, entspannte Zeit werden sollte, wurde zu einem Albtraum, eine fünfwöchige Weltraumkreuzfahrt durch die wenige bekannten Teile des Universums. Unglücklicherweise war unsere dumme Crew nicht in der Lage, auf einen scheinbar geringfügigen Vorfall zu reagieren. Und hier sind wir und begraben die wenigen Leichen, die wir aus dem brennenden Wrack bergen konnten. Was jetzt mit uns passieren wird, wird mit Sicherheit sehr ähnlich sein. Wir fahren nach Westen und sehen, wie lange wir überleben können. Ich würde sagen, höchstens ein paar Tage. Einige Überlebende der Zenitat 2, zumindest vorerst. 3043, das ist gar noch nicht, wow. Das ist gar noch nicht, das ist schon länger her. Stimmt. So, die Kreuze lassen wir natürlich stehen. Könnten wir sie abbauen? Also die... Nö. Gut, Gott sei Dank. So, na dann, raus aus der Höhle. Das Häuschen haben wir aber sehr weit weggebaut, da oben am Hügel. Ja, wobei wir werden hier ja nicht mehr so bald nicht mehr hinkommen. Ja, vielleicht finden wir noch ein bisschen Eisen für den zweiten Kasten. Dankeschön. Oh, wir sollten zurück des Sauerstoffs wegen. So. Auch noch eine Kiste. Die könnten wir uns natürlich auch noch reinziehen. So, Kiste. Bam. Aber trotzdem. Schön. Ob wir noch bis da oben hinkommen? Da sollten wir zwischendurch einen Atemraum bauen. Können wir das überhaupt? Nö, weil uns Titan fehlt. Eieiei. Na, ich bin gespannt. Es wird sicher eng. Mhm. Oh, ich sehe schon dunkel werden. Ich sehe es schon dunkel werden. Ja, ja. Ah.
Okay, es ist aber echt weit. Also das ist wirklich weit. So, hier noch ein Kasten her. So, da packen wir mal rein das und das und das und das. Das können wir später mal zerlegen. Das ist gar keine so schlechte Idee. So, was wir hier lassen, ist definitiv mal der, der, der und da, da, da. Wasser nehmen wir mit. Wasser lassen wir da. Lassen wir das Wasser da. So, dann Uran lassen wir da. Magnesium nehmen wir mit. Haben wir da noch da? Ach, das finden wir uns unten zusammen. So, das machen wir unten. So. Dann würde ich sagen, lass uns einmal noch um diesen Felsen herum, solange noch kein Wasser da ist. Weil mit Wasser wird das sowieso alles etwas ungemütlicher. Und laut, glaube ich. Ich glaube, mich zu erinnern, es wird laut. So. Eine Kiste. Wollten die jetzt Richtung Osten oder Richtung Westen? Ich weiß jetzt gar nicht. Ach was, die wollten zur Kiste. Oh, ein Chip. So. So, mit Kiste. So, dann brauchen wir da oben natürlich galaktische Standards, so ein Teil. So. Ich hoffe, das wird nicht überschwemmt hier. So, nochmal rein atmen. Ah, danke. So, die ist leer. Die wird zerstört. So, wenn wir hier irgendwo noch eine Kiste sehen, dann werden wir da natürlich das Zeug mitnehmen. Eine Hülle. In der waren wir auch noch nicht. Aber hier ist eine goldene Kiste. So, können wir die? Och, wie schade. So, dann lassen wir das hier da. Dafür nehmen wir aber das Alu mit. Yeah. So, zwei goldene Kisten heute. Der Hammer. So, ist natürlich dann auch später unter Wasser. Super. Ach ja. So, das packen wir da auch rein. Ah, schön. Eigentlich könnte man da auch einen Kasten einbauen. So, wir packen mal da alles rüber. Jawohl. So. Die ist ja leer. Bam. So. Wir nehmen uns hier, weil der Kasten, sorry, aber galaktische Standards sind galaktische Standards. So. Alles da hier. Der wird aufgelöst. Da kommt Zeug rein. So. So, und jetzt nochmal hin, weil, ja, ich will da noch schauen mit euch, was wir hier noch so finden. Also goldene Kiste finde ich schon mal ganz, ganz super. Kann man immer brauchen. So, da kann man nicht rein. Da ist eher nur so, schauen wir da mal kurz raus. Ah, da verändert sich das Biom gleich. Gut, in die Richtung geht es eh nicht weiter. Du bist außerhalb des Bioms. Ja, wie die Men in Black. Oh, heftig. So, und da drüben haben wir, ist das die Zintura? Wahrscheinlich.
So, ich würde da gerne rauf. Dann hier rauf. Wir hätten was zum Trinken mitnehmen sollen. Was für ein schöner Wanderweg. Oder besser gesagt Schwebeweg. So. Und gleich sind wir oben. Da werden wir eine super Aussicht haben. Großartig. Wow. Sehr, sehr cool. Ja, und da drüben ist das Wrackse. Ja, morgen, meine Lieben. Morgen, morgen, Kinder, wird es was geben. Ui! Oh. So. Jetzt sind wir einmal rund um das Teil. Oben war auch eine goldene Kiste. Haben wir uns auch geholt. 3 goldene Kisten. Wahnsinn, oder? Das ist schon viel. So. Und rein zum Atmen. Dankeschön. So, Hydrationsniveau. Na ja, das können wir beheben, meine Lieben. So. Und wir hätten eh was auch. Ah ja, egal. So, was nehmen wir mit? Wir nehmen mit 1, 2. Wasser lassen wir da. Die Blumen auf jeden Fall, Chips sicher. Samen auch, das auch. So, so würde ich sagen. Lass uns nun die Rückreise antreten. Was für ein Mistwetter. Großartig. So, da oben haben wir ja die andere Hütte. Da hinten ist noch der Krater. Aber wir werden uns noch das Wrackse auch anschauen. Aber nicht heute natürlich. Weil heute ist nicht Wochenende. Einst werden hier überall Pilze wachsen. Riesige, großartige Pilze. So. Cool. Sehr, sehr cool. So, da vorne haben wir schon unser Häuschen, Hüttchen. Und da stopfen wir alles rein. So. Super. Immerhin ein Kasten. Ja. Ja. Haben wir noch mehr Eisen? Okay. Okay. So. Wie machen wir es? Wir packen mal das raus. Suchen Eisen. Eisen. So, komm. Nö. Eisen. Eisen. Was ich gerne hätte, wären 3. Drei Eisen. So, haben wir? Ja, wir haben 3 Eisen. Großartig. Das ist gut. So, muss ich sagen, bin ich zufrieden? Ist gelungen. Ja, dann können wir hier alles reinpacken. Da können wir eh noch nicht durch, weil wegen Eiswand. Aber dann haben wir hier noch einen Kasten. Und bam. Super. So, meine Lieben, ich lasse mir Wasser drinnen und Nahrung nehmen wir mit. So, und wir machen morgen weiter. Ja. Also, bis dann. Tschüss.